Das ist eigentlich die größte Angst, die man hat. Wir sind als Neulinge, als Zivilisten praktisch, sind wir da reingekommen. Gell? Das war nicht ganz einfach. Nachher hat man allerhand Sachen erlebt, aber da ist es halt ein kleines. Da wird die Hand kennen, wo sie da keine Angst nicht hätte. 4 Tage sind wir Tag und Nacht marschiert. Keine Garage nicht hätte. Das ist eine bessere Führungskette heute. Oder? Heute hätte es zusammenfallen. Oder? Dann hat man die Bunkerlinie genommen. Oder? Da haben wir zwei Tage haben wir die ganze Bunkerlinie gekippt für den Russen. Das sind natürlich lauter Russen, die Dinge gesehen, da hat keiner vom Tuten und Blasen Ahnung gehabt. Die sind nicht einzeln gegangen, sondern immer schüppig gekommen. Die hat man dann einfach angelegt, alle. Oder? Die haben wir dann viel lauter, die Russen haben wir damals wirklich lauter. Da haben wir dann erfahren, dass sie was, keine Schule und nichts haben sie gehabt. Sie haben nicht mal können ein Gewehr richtig bedienen. Man hat einfach gesehen, der Deutsche, da hat bloß ein paar Männchen, da können da schon rein. Oder? Auf die Jahrtal hat man dann, das haben wir dann von den Russen erfahren, die gleich Deutsch gesprochen haben. Und da ist es halt losgegangen, haben wir der einen Gewinner gemacht, einmal der andere, oder? Sind lauter überfällig sie. Das ist nicht ein Kriegführer gewesen, wie man in Frankreich oder in Russland geht. Und da sind alles ist auf Partisanen gestellt gewesen, oder? Da bist du zum Beispiel der Hufe Banan gewesen und man sieht, jetzt marschieren wir heute da und da an und man muss das aufklären. Und die Russen sind, haben uns vorbeilassen und uns verhindert wieder angegriffen. Gell? Und so ist es halt der ganze Sommer gegangen, hin und her. Verluste? Ja, jetzt jede Menge, das kannst du denken. Die haben ja Artillerie gehabt.